So, wo haben wir das Ganze? Da ist das Schiffswrack. Und da ist die Ladung. Okay, guck mal, hier sind Gegner. Okay, warte mal. Das ist ein, ach, das ist ein Hai, ne? Ach, schade. Nein, nix Ruderer hier. Lass mich in Ruhe. Lass mich. Ich will weg. Kapitän abwesend. Ihr habt bis auf weiteres Pause. So. Dann muss ich sagen, machen wir die alle weg und dann gehört es uns, was auch immer da sein mag. Das war eins. Das war, glaube ich, das hier. Hm. Mythos. Ah, okay. Dann ist hier wahrscheinlich auch noch mehr, oder was? Okay. Muss ich da jetzt wirklich tauchen für? Boah. Nun gut. Dann wollen wir mal. Hm, ein bisschen fehlt mir noch. Ich weiß ja gar nicht, ob das hier überhaupt reicht, was ich finde. Wohl eher nicht so. Ich könnte natürlich nochmal versuchen, hier in die Höhle reinzuschwimmen. Vielleicht gibt es hier auch noch, aber ich muss auch wieder raus. So, wieder hoch aus dem Scheiß. Okay. Ja, das kriegen wir schon hin, ist kein Problem. Na gut, da habe ich die Höhle abgeschlossen, aber es bringt mir nichts, weil ich habe nicht noch mehr Mythos. Aber eine Kiste war da noch. Ich kann mich sogar heilen, ist ja geil. Da hei jetzt kacke nicht so rum. So. Wo ist das Ufer? Da hinten. Okay. Gut, dann haben wir ein bisschen Mythos bekommen. Da hinten ist ja noch eine Kiste. Die schnappen wir uns jetzt auch einfach. Und die Dudes, die mache ich weg. Die werden mir das wohl nicht so ganz freiwillig geben wollen, ne? So, 9, lol. Jedes Mal, du Arses. Ja, ich weiß, dass sie da gut aussieht. Bei den Göttern. Hilf mir. Komm wieder her. Jemand muss das Feuer löschen. Mein Gott. Was machen die da? Also warum treffe ich denn nicht hier? Alter, tritt doch nicht ihn weg, der. Okay, er ist tot. Ihn wollte ich eigentlich nicht wegtreten, aber hey. Okay, er still live finde ich nett. Finde ich nett. Hatten die hier nicht auch noch Kisten? Scheiße, mir fehlt eine Kiste. Oder er, aber vielleicht hat er das auch, das letzte Mythos. Ich geh mal zu ihm, mal gucken. Danke. Bewusst oder nicht, du hast mein Leben gerettet. Hm. Und war es der Rettung wert? Bring mich nach Chaos und ich bezahle dich großzügig. Dann sollten wir jetzt zu meinem Schiff. Ja, Moment. Mir fehlt aber noch Mythos. Und die Kiste. So. Gotarsis! Das hatte ich nicht erwartet. Gotarsis, ich dachte, ich hätte dich verloren. Wo ist dein Schiff? Er segelte zu nah an die Küste. Das Schiff lief auf einen Felsen auf. Wir waren mitten in einer tobenden Schlacht. Ach, Malakka. Was zählt es, dass du am Leben bist, Bruder? Er ist dein Bruder? Es wäre leichter, wenn er es nicht wäre. Was ist mit der Mannschaft? Die Hunde wollten meutern. Wenn die Söldnerin nicht gewesen wäre,
Dann wäre er tot. Dann wirst du belohnt, Söldnerin. Hallo, natürlich. Protarsis versprach eine Belohnung. Eine großzügige, wenn ich mich recht entsinne. Dann bezahl sie. Ich? Aber du bist die mit... Na schön. Komm mit mir, dummer Bruder. Hab Dank, Cassandra. Familie ist Familie. Ah, das stimmt. Ich danke dir für sein Leben. Was willst du? Schlechter Zeitpunkt? Es gibt keinen guten Zeitpunkt. Viel zu viel Arbeit und nicht genug Leute, um sie zu erledigen. Aber offenbar kümmert das niemanden außer mir. Warte, hat Xenia dich geschickt? Sie sagte, du hättest Arbeit für mich. Gepriesen sei Poseidon. Endlich. Jemand, der wirklich helfen will. Schiffe dringen in unser Gebiet ein und stellen uns auf die Probe. Xenia will ein Exempel statuieren, damit jeder weiß, wem dieser kleine Teil der Ägäis gehört. Und wie sollen diese Exempel aussehen? Ein paar ihrer Schiffe zu versenken sollte ausreichen. So kann man es wohl auch machen. Wir sind nun mal Piraten. Wir haben in diesen Gewässern einen Ruf zu wahren und nichts sagt, respektiert uns wie ein vernünftiges Blutvergießen. Klingt für mich, als würdet ihr die Konkurrenz schwächen wollen. Ist Chaos nicht groß genug für euch? Wenn wir noch mehr Gebiete erobern wollten, würden wir deinesgleichen nicht dafür brauchen. Wir würden es selbst tun. Man muss den Gegner überrumpeln. Dann greift er nicht selbst an. Das steht außer Zweifel. Na gut. Ich versenke die Schiffe für dich. Auf welche hast du es abgesehen? Zerstöre ein paar Schiffe aus Sparta, ein paar aus Athen und auch ein paar der Banditen. Das sind eine Menge sinkender Schiffe. Sorge nur dafür, dass du Xenias Farben hisst, wenn du sie versenkst. Ich bezahle dich gut dafür, wenn die Botschaft ankommt. Die Segel haben Löcher, okay. Zwei gebrochene Ruder auf dem Oberdeck, zwei direkt darunter, gebrochene Spiere. Oh, okay, ich glaube, ich werde mal erstmal zu meinem Schiffchen gehen. So, Schnellreise zum Schiff und dann geht's los. So, das haben wir schon mal gemacht. Jetzt müssen wir 2-2-2, alles klar. Ich muss erstmal hier rauskommen. Und dann machen wir uns mal auf den Weg, Schiffe zu suchen. Fahren ja auch hier irgendwo immer rum. Da haben wir schon mal ein Athen-Schiff. Geil. Und ein spartanisches auch noch. Läuft. Sogar mehrere spartanische Schiffe. Läuft noch besser. Ja, hups, ich hab euch gerammt, das tut mir jetzt aber leid. Oh, brennt. Brennt. Ja, warte so. Was haben die jetzt mit Wachen? Das ist scheiße. So. Zack, gut. Das war schon mal eins. Da hinten sind gleich drei Schiffe, das ist sehr gut. Die Banditen muss ich halt nur finden. Aber die werden auch irgendwo hier sein. Sollte eigentlich nicht das große Problem sein, die zu finden. Und ich muss unbedingt Level 4 von den Söldnern werden, weil dann habe ich es dann... Hey, habe ich es ja definitiv geschafft, ne? Ich werde sie ran. Oh, schau. Hat er doch keinen Bock jetzt hier. Also, machen wir einfach weg, die Dinger. Läuft. Auf geht's! Alte Töpfe!
Ja. Na komm, was ist mit den Speerleuten los hier? Die müssen auch schießen. Oh shit. Also. Oh, der war gut. Der war gut. Ja. War ja ernst? Ja. Nochmal Speer hier. Hopp, hopp. So. Ach komm schon. Ja, wenn ich natürlich nicht treffe, ist doof. So, das waren die. Die haben wir auch noch, die machen wir weg. Hm, scheiße. So, nice. Das heißt, mir fehlen jetzt nur noch die Banditen. Das Banditen da hinten. Das könnte sein. Ich glaube, das sind sogar wirklich welche. Nein! Ich ramm die mal, ne? Oh wow, das hat er jetzt. Mann. So, brennt. So, und das? Schiffe im Brand sitzen, ja, habe ich ja gemacht. Ich ramme sie jetzt nochmal. Da so, sind sie nämlich eh gleich down. So. Das erste. Wo? Eins fehlt mir noch. Da. Ich glaube zumindest, das sind auch Banditen. We will look.
machen mal kurz einen Prozess mit denen. Oh, da war ein kleines Bötchen. Ist das ein spartanisches Schiff oder sind das Banditen? Das sind Banditen, sehr gut. Machen wir die auch weg. So. Komm schon. Jawohl. So. Okay. Haben wir auch geschafft. Läuft. Ja. Und wie sollen diese Exempel aussehen? Ein paar ihrer Schiffe zu versenken sollte auch... Ja. Wir sind nun mal Piraten. Hab ich doch schon gemacht, Junge. Alles cool. Alles cool. Alles cool. Die Schiffe sind versenkt. Ich mag dich. Xenia wird zufrieden sein, dass ihre Gewässer wieder unter ihrer Kontrolle sind. Genug der Worte. Ich bin wegen meiner Belohnung hier. Natürlich. Ich mag den Löwen. Cassandra, du kriegst wohl nicht genug von mir. Ich behaupte nicht, dass ich nicht daran gedacht hätte, aber wir werden uns das für ein andermal aufheben müssen. Was immer du sagst. Ich breche unser Gespräch nur ungern ab, Sokrates. Aber ich glaube, du hast genug für uns beide geredet. Wir sollten dringend eine andere Beschäftigung für deinen Mund finden. Wenn du ihn nur lange genug kennst, wirst du einen kleinen Hauch von Erkenntnis tief hinter seinen überschwänglichen Avancen finden. Ein Kompliment und eine Beleidigung im selben Satz? Der Mann hat wirklich Talent. Du kommst zum perfekten Zeitpunkt. Ich habe einen Freund namens Sophanes, der Athena Bürger werden möchte. Aber er braucht etwas Hilfe. Deine Hilfe. Ich bin gespannt, warum er ausgerechnet meine Hilfe braucht. Jeder Söldner wäre recht, ganz ehrlich, aber du bist mein Liebling. Du musst nur den Namen meines Freundes auf eine Liste schreiben. Es muss einen Grund geben, warum Sophanes sich nicht selbst eintragen kann. Tja, er würde es tun, aber er ist längst nicht so geschickt, wie du es bist. Das heißt? Das heißt, du kannst Dinge, die er nicht kann. Alleine würde er sicher versagen. Warum Athen? Er ist doch sicher schon irgendwo anders Bürger. Jeder möchte ein Bürger Athens sein, auch wenn sie es nicht zugeben. Sophanes interessiert sich für Politik. Aber nur als Bürger darf er daran teilhaben. Mir war nicht bewusst, dass du eine Liste mit Lieblingssöldnern führst. Und ich stehe ganz oben? Oh ja, allerdings. Obwohl, wenn du ganz lieb fragst, dürftest du selbstverständlich auch mal nach unten. Es klingt ganz einfach. Sag mir, warum es das nicht ist. Es gibt ein kleines Problem. Du musst ins Metroon, das du nicht betreten darfst, und du musst den Namen gut genug fälschen. Also versucht er auf illegalem Weg ein Bürger zu werden. Das hättest du sagen sollen. Ich versuche nächstes Mal daran zu denken. Das Gebäude, das du suchst, ist in der Nähe der Agora. Pass auf dich auf. Oh shit, hier sind überall Leute. Ich muss auf die andere Seite, fuck. Das läuft. Schnell. So, der Name ist drauf. Jetzt wieder zurück zu Alcibiades. Ich muss den mal töten, sonst macht er meinen Löwen platt. Das kann ich nicht zulassen. So. Und wieder zurück. Juhu. Meine Lieblingssöldnerin kommt zurück. Sophanes Name ist auf der Liste. Doch es lief nicht so glimpflich. Verstehe. Manchmal muss Blut fließen. Du warst die Richtige für den Auftrag. Das war's? Okay, krass. Der hat noch was. Nachdem du den Namen meines Freundes auf der Liste der Bürger gefälscht hast, gibt es noch etwas, das du erledigen musst. Wenn du mir vorher davon erzählt hättest, wäre es vielleicht schon erledigt. Vielleicht. Aber auf diese Art bekomme ich dich öfter zu sehen. Sag mir einfach, was du willst. Bedauerlicherweise macht Sophanes Name auf der Liste ihn noch nicht zu einem Bürger. Er braucht zusätzlich einen Bürgen, der seine Bürgerschaft bestätigen kann. Und du willst, dass ich diese Bürgen bin? Wenn es doch nur so einfach wäre.
Nein, ich habe jemand anderen im Sinn. Einen außerordentlich attraktiven Mann namens Perus. Kann das nicht Sokrates machen? Ich finde deinen attraktiven Bürgen. Perfekt, ich wusste, dass du mir helfen wirst. Gibt es einen guten Grund, warum wir nicht die Bürgen sein können? Natürlich. Der Bürger muss ein Bürger Athens sein, doch kein Freund des anderen. Und sei vorsichtig bei Perus. Man kann sich nämlich leicht in seinen Augen verlieren. Ah ja. Wenn danach noch was kommt, will ich es jetzt wissen. Aber ja, das sollte wirklich alles sein. Sollte? Ist. Mhm, das ist doch gelogen. Wo finde ich Perus? Er ist oft beim Gerichtsgebäude auf der Ostseite der Agora. Und um was genau soll ich ihn bitten? Perus muss aussagen, dass Sophanes Eltern beide Athener waren. Wie du ihn dazu bewegst, ist deine Sache. Geh und sag Dion, dass ich ihm nichts mehr gebe. Horido. Wenn er mit mir reden will, dann soll er selbst kommen. Schulden interessieren mich nicht. Oh, was willst du denn dann? Ich möchte dich um Hilfe bitten. Nun, eigentlich würdest du einem anderen helfen. Die Tatsache, dass man dich schickt, sagt mir, dass ich es besser nicht tun sollte. Du musst nur die Bürgerschaft eines Mannes bestätigen. Alcibiades sagte, das sei für dich ein leichtes. Alcibiades? Der ist aber hartnäckig. Und wer ist der Mann, dem ich helfen soll? Sein Name ist Sophanes. Sophanes? Den Namen kenne ich gut. Aber ich helfe dir nicht, wenn es um ihn geht. Ich kenne ihn nicht. Warum willst du ihm nicht helfen? Typisch Söldner. Nie holt ihr euch vorher alle Informationen. Sophanes verriet seine Männer für Geld. Er verdient den Tod, nicht die Bürgerschaft. Ach. Hör zu, es ist nicht deine Schuld. Du hattest keine Ahnung, aber jetzt weißt du es. Komm, krieg 200. Es klang, als würde Dion jemanden schicken, um Geld von dir einzutreiben. Wäre es nicht schön, wenn du ihn bezahlen könntest? Ich tu, was du verlangst. Oh, das ging aber schnell. Du bist zurück. Sokrates offenbar auch. Genau wie du bekommt er einfach nicht genug von mir. Genau. Es gab doch keine Probleme. Nö. Nein, ich musste nur ein bisschen nachhelfen. Ach, das hatte ich befürchtet. Tja, du hast das Richtige getan. Du hast mir etwas vorenthalten. Und es wäre schön gewesen, davon zu wissen. Ich glaube, Menschen wie Sophanes verdienen eine zweite Chance. Ich dachte nicht, dass dir das etwas ausmacht. Lass mich nächstes Mal selbst entscheiden, was mir etwas ausmacht. Verstanden. Dann werde ich Sophanes Bericht erstatten. Tun schlechte Bürger nicht schlechte Dinge und gute Bürger gute? Kann man überhaupt wissen, ob jemand gut oder schlecht sein wird, ohne ihm eine Chance zu geben? Ja gut, Menschen ändern sich. Niemand bleibt ein Leben lang gleich. Ein schlechter Mensch kann sich bessern. Doch ist es nicht umgekehrt genau so? Ein Mensch, den man für gut hält, kann ein schlechter Mensch werden. Woher weiß man, wie sich jemand heute verhalten wird, geschweige denn morgen? Gar nicht. Wenn ich eins gelernt habe, dann, dass Menschen unberechenbar sind. Das macht mir meinen Beruf so schwer. Wenn das, was du sagst, stimmt, können wir nur hoffen, dass ein Mensch gut sein wird. Oder das Risiko minimieren, indem wir Menschen wie Sophanes keine Chance geben. Ich frage mich, ob schlechte Taten gute aufwiegen oder gute Taten schlechte. Darüber sprechen wir vielleicht ein andermal. Ich würde sagen, den Göttern sei Dank. Sowohl als auch.